Im Laufe eines Jahres, eines Monats oder sogar innerhalb von Sekunden sind Gebäude verschiedensten externen und internen Einflüssen ausgesetzt. Sicherlich wissen Sie auch, dass Handrechenmethoden diese Dynamik eines Gebäudes nicht abbilden. Deren Aussagen zu Energiebedarf oder Komfort sind daher nur durchschnittliche Werte und grob abgeschätzt. Bereits früh wurde deswegen versucht, den Energiebedarf oder den Komfort dynamisch zu berechnen. Diese veralteten Methoden wurden für begrenzte Rechenleistung entwickelt und sind daher sehr stark vereinfacht. Leider sind sie aber immer noch präsent, oft in unveränderter Form. Heutzutage verstecken sich diese veralteten Rechenkerne häufig hinter modernen Oberflächen. Dies macht es besonders schwierig, sie von moderner Simulationstechnologie zu unterscheiden. Diese scheinbar fortschrittliche Planung gibt nur einen limitierten Einblick über Lösungsmöglichkeiten in einem Projekt. Im schlimmsten Fall funktionieren die Standardlösungen nicht oder die Ergebnisse sind so unzuverlässig, dass Gebäudehülle und Systeme stark überdimensioniert werden. Falsche Planungsentscheide werden häufig erst erkannt, wenn die Betriebskosten explodieren oder der Komfort stark beeinträchtigt ist. Wir denken, da gibt es eine bessere Lösung. Welche? Eine moderne, dynamische Gebäudesimulationssoftware verwendet validierte, physikalisch korrekte Modelle, welche eine extrem genaue Abbildung der Realität sind und die Dynamik eines Gebäudes in vollem Umfang erfassen. Zusätzlich zur thermodynamischen Simulation der Gebäudehülle, der Systeme und der Regelung bietet ein modernes Simulationsprogramm eine Vielzahl anderer Analysemöglichkeiten. So wird das Simulationsmodell zu einem zuverlässigen virtuellen Prüfstand, an dem jegliche Situation getestet wird, bevor ein Fehler am realen Gebäude passieren kann. Die Systeme und Gebäudeausrüstung können an tatsächliche Erfordernisse angepasst und deren Regelung optimiert werden. Das senkt nicht nur Investitions- und Betriebskosten, sondern stellt auch exzellenten Komfort sicher, generiert Normnachweise und Zertifizierungen als Nebenprodukt und hilft somit, den Wert einer Immobilie zu steigern. Übrigens, wussten Sie eigentlich, dass in der Transportindustrie detaillierte, physikalisch korrekte Simulation bereits seit Jahren verwendet wird? Der Grund liegt auf der Hand. Es ist sicherer, ein Modell zu simulieren, als im Betrieb zu testen. IDA-EISC ist die Gebäudesimulation von EQVA.